Hallo, ich bin Florian Rackl hier aus dem Olympiagolf Igls und ich werde euch heute mal die großen Unterschiede erklären zwischen Eisen- und Treiberschwung. Ja, und da gibt es einige Unterschiede, ja, und dieses Video soll euch quasi helfen, um beide Schläger besser zu treffen. Es ist nämlich ein relativ großer Unterschied, was den Treffmoment angeht. Der größte Unterschied, der besteht in dem Eintreffswinkel des Schlägers. Das heißt, mehr oder weniger treffe ich den Ball in einer Abwärtsbewegung des Schlägers. So kommt der Schläger in einer negativen Eintreffswinkel auf den Ball oder eben mehr in der Aufwärtsbewegung. Also dass der Schläger mehr in der positiven Eintreffswinkel des Schlägers getroffen wird. Und da ist eben der größte Unterschied zwischen Eisen und Treiber. Wir starten mit dem Eisen. Ich habe ein 7er Eisen in der Hand. Und hier ist ganz wichtig, dass ihr wisst, die Eisen, die werden in der Abwärtsbewegung getroffen. Ja, und da ist ein ganz großer Unterschied auch bei diesen zwei verschiedenen Schlägern, wie ich mich im Setup hinstelle. Das heißt, beim 7er Eisen schöner, stabiler Stand, circa schulterbreit, Gewichtsverteilung 50-50. Ich habe den Ball von meinem 7er Eisen leicht außerhalb von der Mitte. Ja, und wenn wir schon gesagt haben, Gewichtsverteilung 50-50, ist dann auch das Brustbein dementsprechend ziemlich genau beim Ball, knapp dahinter, und auch meine Hände geben sich, sind quasi auf dieser Linie drauf. Es ist jetzt auch okay, wenn die Hände etwas weiter vorne sind, das heißt auf Höhe des Balles. Irgendwo zwischen Brustbein und Höhe des Balles ist die Handposition okay. Gut, somit ist auch, wenn das Brustbein hier zentral ist, auch die, wie gesagt, die Gewichtsverteilung 50-50. Und wir wollen jetzt im Aufschwung schauen, dass das Gewicht so gleichmäßig verteilt wie nur möglich bleibt. Hier. Das heißt, wir wollen keine Bewegung nach links oder nach rechts haben. Wir wollen allerdings uns etwas in die rechte Seite aufdrehen, hier um mehr Spannung zu erzeugen. Aber man bleibt zentral, relativ zentral. Im Durchschwung, um diesen negativen Eintreffswinkel zu bekommen, muss jetzt die ganze Gewichtsverlagerung nach vorne passieren. Das heißt, im Durchschwung bewegt sich mein Körper in Richtung Ziel, ja, und somit habe ich im Treffmoment quasi das Brustband, den Körper, Schwerpunkt, Schwung nach dem Ball, ja, und somit treffe ich in der Abwärtsbewegung. Ja, schauen wir uns das mal bei einem Schlag an. Also 50-50, Gewichtsverteilung im Setup, Ballposition Mitte bis leicht außerhalb, Brustbein, Hände, Ball, eine Linie circa, und dann geht's los. Jawohl. Ball in der Abwärtsbewegung getroffen, durch meine Körperbewegung nach links zum Ziel im Durchschwung, Gewichtsverlagerung nach vorne. Gut, wenn wir uns das jetzt beim Treiber anschauen, ändert sich das, und zwar der Eintreffswinkel. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr versucht, den Treiber oder den Ball zu treffen, wenn der Treiber leicht in der Aufwärtsbewegung ist und somit einen positiven Eintreffswinkel hat. Es gibt natürlich Spieler, auch einer der Weltbesten oder auch teilweise Tourspieler, haben einen Eintreffswinkel gegen Null oder leicht negativ. Wobei ich aber dazu sagen muss, dass die eine sehr hohe Schwunggeschwindigkeit haben und das somit kein Problem ist, weil diese generell genug Länge haben. Das heißt, ein negativer Eintreffswinkel beim Driver, sage ich mal, erhöht den Spin und somit reduziert das die Weite. Diese Spieler haben aber dementsprechend genug Geschwindigkeit, um das quasi ausgleichen zu können. Die gehen dann eher mehr auf die Genauigkeit und es ist halt etwas sicherer. Aber es kostet Länge und deswegen bei den meisten Spielern empfehle ich absolut, den Ball in der Aufwärtsbewegung zu treffen, um den Spin zu minimieren und somit mehr Länge herauszuholen. Gut, damit es möglich ist, diesen Ball zu treffen, wenn der Schläger sich in der Aufwärtsbewegung befindet, müssen wir auch beim Setup etwas ändern. Und zwar, bei dem Driver
Wieder stabiler, breiter Stand, etwas breiter als beim Eisen. Ballposition Innenseite der linken Ferse. Und eine ganz wichtige Änderung, wir haben vorher gesagt, das Brustbein ist zentral. Hier neigt sich jetzt der Oberkörper im Setup ganz leicht auf die rechte Seite und somit ist das Brustbein jetzt hinter dem Ball. Ja, das heißt, Schwungzentrum ist hinter dem Ball. Ja, und das ist auch eine ganz wichtige Sache, dass ihr bei diesem leichten Neigen nach rechts nicht das Gewicht nach rechts verlagert. Das bleibt ca. 50-50. Gut, leichte Neigung nach rechts mit der Wirbelsäule, um quasi die Voraussetzung zu schaffen, den Ball auch in der Aufwärtsbewegung treffen zu können. Beim Ausholen, auch hier bleibt das Brustbein circa auf gleicher Höhe, aber wie beim Eisen versuchen wir uns natürlich auch hier etwas nach rechts einzudrehen, um hier Spannung aufzubauen. Und im Durchschwung, der große Unterschied auch, ich versuche im Durchschwung hinter dem Ball zu bleiben. Das heißt, ich gehe nicht so aggressiv wie mit dem Eisen durch den Ball durch und bewege mich so schnell wie möglich zum Ziel mit dem Körper, sondern ich versuche im Durchschwung bis zum Treffpunkt eher hinter dem Ball zu bleiben und erst dann das Gewicht nach vorne zu verlagern. Schauen wir uns hier einen Ball an. Also Setup 50-50, stabil, breiter Stand, Ballposition, Höhe, linke Ferse, Brustbein leicht nach rechts geneigt und dann geht's schon los. Jawohl. Im Durchschwung hinter dem Ball geblieben und somit den Ball eben in der Aufwärtsbewegung getroffen. Sollte somit für euch möglich sein, beide Schläger wesentlich besser zu treffen, wenn ihr auch wisst, auf was ihr dabei schauen müsst. Ich wünsche euch viel Spaß beim Training. Klickt auf Abonnieren bei meinem Kanal, wenn euch das Video gefallen hat. Und wir sehen uns das nächste Mal.